So hört sich Bangkok morgens um 6 Uhr an. Du denkst, du wärst auf dem Bauernhof. Ich will aber da gar nicht bleiben. Ich will nach Kambodscha. Und so geht's mit dem Taxi zum Busbahnhof. Komisch, was die Leute hier mit dem Taxi nicht transportieren dürfen. Ziege, Kalaschnikows, Sex geht auch nicht da drin, Hunde, Alkohol, das Auge Saurons und die Kippe. Ich bin am besten ruhig. Wer weiß, was man da noch falsch machen könnte. So, das ist der Busbahnhof von Bangkok. Sieht ganz ordentlich aus. Die Verpflegung im Bus ist eher dürftig. Du kriegst einen Zahnputzbecher mit Wasser und einem Croissant eingepackt, als ob es was Exklusives wäre. Der Bus an sich ist der Hammer. Du kommst davor wie auf einer Pilgerfahrt durch Polen in der 80er. Mir verlasse den Bahnhof und ich bemerke, dass die Stadt noch ein bisschen unfertig aussieht. Erste Nacht in Kambodscha. Du hier gibt's kein Klopapier. Es gibt einen Eimer mit grünem Wasser und einer Schöpfkelle. Das ist aber für die Einheimische. Für Touristen gibt's das Ding hier. Eine sogenannte Arschpistole. In Kambodscha laufe die Sache ein bisschen anders. Ist alles ein bisschen ursprünglicher, nicht so technologisiert. Dafür aber idyllisch. In der Stadt hast du aber auch natürlich Verkehrschaos. Und mit dem Tuk-Tuk bist du mitte drin. Chais Angkor Wat. Das ist so ein Areal mit verfallenen Tempeln. Das mit dem bescheuerten Hut bin ich. Mir stehe aber nun mal keine Kappe. Da laufe ich nun durch die Tempel halt durch. Und lauf. Und lauf. Und lauf. Zurück zu es fährt mich dran. Das ist mein Fahrer. Wir fahren schön durch ländliche Gegenden, bis wir oben erschöpft ankommen. Am nächsten Morgen war ich auf dem Fischmarkt. Das läuft da auch ein bisschen anders da hier. Die Fische liegen nicht im Wasser, sondern an der frischen Luft. Überall wird gekackt und geschnitten. Es ist höllisch warm und es riecht nach Fisch eben. Irgendwie können die Viecher einem leid tun, gell, hier. Aber so läuft die Sache. Das Fleisch hängt auch schön bei 30 Grad herum. Und mir mache uns Sorge, wenn das MHD von der Beefy mal überschritten ist. Nächste Station ist das Meer. Und da sind sie, die Sauftouristen. Aber ich bin da wegen der Leute und der Kultur. Und so lässt mich das kalt und ich gehe baden. Oben teile ich mir das Zimmer mit einer riesigen Eidechse. Und auch so ist der Dschungel ein bisschen anders da wie der Gevardela Wald. Aber ich bin ja gerade deswegen da. Und so laufe ich durch den Urwald. Und ich laufe. Und laufe. Und laufe. Als Belohnung gibt es einen schönen Sonnenuntergang. Richtig schön. Am nächsten Morgen gibt es zum Frühstück Fisch. Aber nicht so wie bei der Nordsee, sondern Fisch mit argen Zähnen und bitteren Darm, der mir die Zunge für 3 Tage lang betäubt. Es geht weiter. Angeblich gibt's doch hier Insel, die ähnlich wie bei The Beach mit Leonardo DiCaprio ist. So richtig einsam und ohne Strom und so. Der Captain sieht schon mal ziemlich authentisch aus. So ganz einsam ist die Insel dann doch nicht. Aber ist nett. Viel Palme, Bambushütte, kleine Zimmer mit Moskitonetz. Und pelzige Freunde find ich auch schnell. Mit manchen Viecher will ich aber nicht befreundet sein. Jo, war ganz okay.
Zwar nicht ganz so wie bei dem Original bei The Beach, aber fast. Da waren mir auch zu viele Hippies. Die sitzen dann die ganze Zeit rum und spielen Gitarre und labern so esoterisches Zeugs. Das ist nicht so meins. 2 Tage auf der Insel reicht. Auf dem Festland angekommen, gehe ich in so einen Nationalpark. Da spielt die Natur ein bisschen verrückt. Da hast du Nebel und auf der anderen Seite hast du halt nichts. Und auf einmal, so im Einklang mit der Natur, frage ich mich, wie der Waldhof wohl gespielt hat. Schon beeindruckend, so in Natur. Auf dem Roller geht's zurück. Zwar nicht nach Mannheim, aber in die Richtung. Bis zum nächsten Mal, wenn's wieder heißt, richtig reisen.